Destination of Travel. Im Rahmen unseres Studieren im Ausland-Programms kannst du an vielen Hochschulen im Ausland studieren. Wo genau, das erklären wir dir in diesem Video. In Irland studierst du an der University of Limerick, die einen hervorragenden Ruf genießt. Der Campus gehört zu den grünsten in Europa. An der Uni hast du ein super breites Kursangebot und kannst aus mehr als 1000 verschiedenen Kursen wählen. Besonders beliebt sind die Fachbereiche Marketing, Psychologie, Accounting und Finanzen. In Limerick wirst du in einem Studentenwohnheim untergebracht, das von grünen Wiesen umgeben ist. Dort wohnst du in einem Einzelzimmer in einem WG-ähnlichen Apartment. Du möchtest Auslandserfahrung sammeln, aber der Weg über den großen Teich ist dir etwas weit? Wie wär's dann mit einem Auslandssemester in England? Dies ist mit uns in London an der University of Westminster möglich. Das Studienangebot eignet sich für Studienanfänger, aber auch für bereits eingeschriebene Studierende. Während deines Studienaufenthalts wohnst du in einem Studentenwohnheim inmitten von Englands Hauptstadt. Weiße Sandstrände, eine einzigartige Tierwelt und ein Paradies für Surfer. Wer träumt nicht von einem Auslandssemester in Australien? Mit uns kannst du dies an der University of Wollongong erleben. Die Uni bietet den Studenten ein umfangreiches Kursangebot und wahnsinnig viele Freizeitmöglichkeiten. Zusammen mit den anderen Studenten wohnst du im Studentenwohnheim in einem Einzel- oder Doppelzimmer. Sogar ein Teil der Verpflegung ist bereits im Preis enthalten. Die Victoria University liegt in Neuseelands Hauptstadt Wellington. Du hast ein riesiges Kursangebot aus den 7 Fakultäten zur Verfügung und kannst deine Kurse frei miteinander kombinieren. Tauche in die Maori-Kultur ein, belege rechtswissenschaftliche Kurse oder tobe dich in den Naturwissenschaften aus. So hat es beispielsweise auch der deutsche Astronaut Alexander Gerst gemacht. Die Unterkunft an der Uni erfolgt im Studentenwohnheim direkt am Campus. Die Veritas University in San Jose ist mit etwa 1800 Studenten eine eher kleine Hochschule. Sie genießt jedoch einen hervorragenden Ruf, vor allem in den Fachbereichen Tourismus und Nachhaltigkeit. Neben den englischsprachigen akademischen Kursen belegst du zudem einen Spanischkurs und kannst so deine Sprachkenntnisse direkt verbessern. In die kostarikanische Kultur und Lebensweise kannst du noch tiefer eintauchen, da du in einem Homestay mit Einheimischen untergebracht bist. Studieren, wo andere Urlaub machen? Das ist an der Vamadema University of Bali möglich. Internationale Studenten belegen Kurse in einem Programm, welches speziell für sie entworfen wurde. Neben einem Pflichtkurs in Indonesisch hast du die Möglichkeit, aus weiteren Fachbereichen Kurse zu wählen. Im Rahmen von kleinen Workshops bietet die Uni viele Ausflüge, wie zum Beispiel in einen Tempel oder auch einen indonesischen Kochkurs an. Du wohnst in einer Art Wohngemeinschaft zusammen mit anderen Studenten. Dort hast du ein Einzelzimmer und teilst dir Gemeinschaftsräume wie das Wohnzimmer und die Küche mit den anderen Studenten. Ein Auslandssemester in Japan hat viele Vorzüge. Eine einzigartige Kultur, atemberaubende Naturlandschaften und die Nähe zu Tokio machen dein Auslandssemester an der Yamanashi Gakuin University einzigartig. Die Universität bietet ein breites Kursangebot an. So kannst du zum Beispiel Political Science, Japan-Studien oder verschiedene Geisteswissenschaften studieren. Als IFS-Teilnehmer wohnst du im Studentenwohnheim mit anderen internationalen und japanischen Studenten direkt am Campus. Inmitten einer atemberaubenden Landschaft findest du im Süden Afrikas, in der Nähe von Kapstadt, die Stellenbosch University, die einen hervorragenden Ruf genießt. Zu den fast 30.000 Studierenden dort zählen fast 4.000 internationale Studenten, die aus über 100 verschiedenen Ländern rund um den Globus kommen. Das International Office und die Uni selbst bieten regelmäßig tolle Events und Ausflüge an. Außerdem kannst du dich über 50 Studentenclubs anschließen. Wenn du dein Auslandssemester mit uns in Kanada verbringen möchtest, hast du die Wahl zwischen 3 verschiedenen Hochschulen. Je nach Standort bieten wir die Unterkunft in einem Homestay oder im Studentenwohnheim an. In der Hauptstadt Ottawa arbeiten wir mit dem Algonquin College zusammen. Das Kursangebot dort ist sehr breit gefächert.
Besonders beliebt bei unseren Teilnehmern sind unter anderem Kurse im Bereich Performing Arts. Aber auch Kurse aus den Bereichen Business, Psychologie und Sozialwissenschaften werden angeboten. Die Capilano University in North Vancouver bietet die perfekte Mischung zwischen Großstadt und Natur. Du kannst dort Kurse aus den Bereichen Business, Tourism Management und Communication belegen. Das Camosun College liegt in der Provinzhauptstadt Victoria auf Vancouver Island. Dort ist die Betreuung durch das internationale Team am College besonders intensiv. Die USA gehören zu einem der beliebtesten Länder, um dort ein Auslandssemester zu verbringen. Auch mit IFS ist dies möglich. Du hast die Wahl zwischen zahlreichen Hochschulen, die in den ganzen USA verteilt liegen. Ob Großstadt, Strand oder naturnah, unsere Standorte sind vielseitig. Du hast die Qual der Wahl. In den USA arbeiten wir mit zahlreichen Partnerhochschulen zusammen. Neben einigen Colleges bieten wir unser Programm auch an zwei Universitäten an. Während an den Colleges in der Regel bis zu den ersten zwei Bachelorjahren unterrichtet wird, bieten Universitäten auch weiterführende Masterstudiengänge an. Da dort auch in höheren Fachsemestern unterrichtet wird, sind die Universitäten besonders interessant für bereits eingeschriebene Studierende. Im Staat New York bietet die SUNY Plattsburgh die optimalen Bedingungen für eine richtig tolle Campus Experience. Plattsburgh ist eine kleine Stadt im Norden des Staates New York. Durch die Lage in der kleinen Stadt Plattsburgh ist der Austausch mit den einheimischen Studenten besonders gut möglich. Die San Diego State University liegt im Süden Kaliforniens an der mexikanischen Grenze. Sie hat einen ausgezeichneten Ruf und zählt zu den angesehensten Universitäten des Landes. Hier kannst du deine Kurse aus über 200 verschiedenen Fachrichtungen wählen. Auch hier hast du die Wahl zwischen einem Homestay und der Unterkunft in einem Einzelzimmer im Studenten-Apartment-Komplex direkt gegenüber vom Campus. Du suchst nach einer perfekten Mischung aus Großstadt-Feeling und Kleinstadt-Atmosphäre? Dann ist das Brookdale Community College genau das Richtige für dich. Der Campus ist umgeben von einem schönen Park und einigen Seen. Aber auch New York City ist nicht weit entfernt. So kannst du in einer knappen Stunde direkt am Times Square stehen. Die Unterkunft erfolgt in einem Homestay. Das Olympic College befindet sich in der typisch amerikanischen Kleinstadt Bremerton im Evergreen State Washington. Die Großstadt Seattle ist circa eine Stunde mit der Fähre entfernt. Das Olympic College ist besonders bekannt für sein breites Sportangebot. Du kannst hier zwischen vielen verschiedenen Mannschaftssportarten wie Basketball oder Leichtathletik wählen oder einzelne Fitnesskurse besuchen. Wenn du dich für dein Auslandsabenteuer am Olympic College entscheidest, wirst du in der Nähe des Campus in einem Studentenwohnheim untergebracht. Du suchst Abenteuer- und Outdoor-Erlebnisse? Wie wär's mit einem Studienaufenthalt am Snow College in Utah? Umgeben von den Mighty Five Nationalparks bietet das College ein abwechslungsreiches Kursangebot, sodass für jeden etwas Passendes dabei ist. Wohnen wirst du direkt am Campus im Studentenwohnheim. Das Nova Community College ist eines der zweitgrößten Colleges in den USA. Hier studierst du an einem der bedeutendsten politischen und historischen Orte Nordamerikas. Das College liegt in der Metropolregion Washington DC und dort kannst du deine Kurse aus über 100 verschiedenen Fachrichtungen zusammenstellen. Wenn du dich für das Nova College entscheidest, wirst du in einem Homestay unterkommen. Wolltest du schon immer in einem Vorort von Los Angeles wohnen? Dann ist das College of the Canyons in Santa Clarita die perfekte Wahl für dich. Der Campus ist umringt von zahlreichen Naturpfaden und einer atemberaubenden Landschaft, die zum Wandern einlädt. Beim College of the Canyons wirst du in einem Homestay untergebracht und hast die Möglichkeit, innerhalb von 40 Minuten am Walk of Fame zu sein. Das College of the Desert bietet eine sehr gute Betreuung für internationale Studierende an. Die Lage inmitten des Coachella Valleys ist besonders für Festivalliebhaber sehr interessant. Studierende haben die Möglichkeit, beim Coachella Festival im Frühjahr auszuhelfen.
Die Unterkunft erfolgt in einem Homestay. Das Golden West College ist eines der modernsten Colleges im Großraum Los Angeles. Das College liegt in der Surf City Huntington Beach und ist bekannt für das breite Sportangebot und die vielfältigen Kursmöglichkeiten. Hier kannst du zwischen den beiden Unterkunftsmöglichkeiten Homestay oder Wohngemeinschaft wählen. Das Santa Barbara City College gehört zu den besten Community Colleges in Amerika. Es besticht nicht nur durch seine Lage direkt am Pazifik, sondern auch durch das breite Kursangebot und die engmaschige Betreuung durch die Dozierenden. Auch in Santa Barbara kannst du zum einen zwischen der Homestay-Option und der Unterkunft in einer Wohngemeinschaft wählen. Inmitten des Silicon Valley in der San Francisco Bay Area liegt das Foothill College. Auch dort bieten wir die Unterkunft in einem Homestay an. Je nach Alter ist auch die Unterbringung in einer Art Wohngemeinschaft möglich. Auf Hawaii arbeiten wir mit dem Kapiolani Community College zusammen. Wer träumt nicht von einem Studium unweit des Waikiki Beach? Wohnen wirst du dort in einem Homestay. IFS, Educational Travel.